Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Mal was Yay. Anderes. Einfach nur mal so. Was anderes. Anderes. Ja, natürlich. Anderes. Ich hab so viel auf. Scheiß dabei, fällt mir gerade auf. Guten Tag, Herr Kaiser, bei diesen netten Hi, Worten natürlich. Grüß Wir haben oben noch falsch bisschen, ne? Danke. Ja, ich habe mir schon ein paar mitgenommen und craften schon fleißig. Wo haben wir die hin? Waren die in der Forge? Nö. Ich hatte doch vorhin hier. Boah, ey, verbibsch. Sag mal, wo haben wir die hin? Bei den Waffen? Die Pfeilspitzen, ja. Mhm. Wir haben eine 448er AK, sehe ich gerade. Mhm. Da bräuchten wir die 762. Richtig. Dann haben wir in der nächsten Nacht haben wir überhaupt keine Sorgen. Die macht gut Bum Bum. Pfeilspitzen sehe ich trotzdem nicht in der Waffenkiste. Das hat aber nichts zu heißen. 500 drin sein. Ah, doch, da habe ich es gesehen. Gut. Dann kann ich nämlich nochmal von den Pfeilen herstellen. Einen Crossbow Balls, 143. Dann packe ich den rechts zurück, wollte ich sagen. Sand mache ich in die Sandkiste. Sandkiste, liebe Sandkiste. Haben wir genügend Clay? Ja, ich glaube, da hapert es ein bisschen. Ja, da habe ich 27 mich einstecken. Warte mal, dann machen wir das so, dann machen wir das so. Mache ich in die rechte rein, oder? Warte mal, linke. Clay ist 1300, genau, mache ich in die rechte rein. Dann scrap ich nämlich diese Pfeile hier. Mhm. So. So, ich habe immer noch keinen Platz, weil ich nur am Rumhüllen bin. Da ist Stoff. Von links nach rechts, von rechts nach links. So, da habe ich nochmal Waffenparts. Wo haben wir die Blechbüchsen? Haben wir auch hier. Die Gasmaske mache ich mal in die Händlerkiste. Die müssen wir halt dann bei Gelegenheit noch reparieren. Mhm. Nee, was ich jetzt mache, du holst LED und ich werte auf die Spitzen draußen. Yay. Und in der nächsten Folge ist noch nicht so weit, keine Panik. Keine Panik. Werden wir das Fundament unserer Basis verstärken. Ja. Damit wir da nicht so alt aussehen. Wenn sie reinkommen, dass sie... Wir können rein theoretisch unten noch alles auffüllen, weißt du? Machen wir kein Scrap Iron mehr. Unwahrscheinlich. Muss man eine Pille nehmen? Mach das hier, komm. Schon wieder. Ich nehme jetzt ein Medipack. So. Genau, nee, ich bräuchte Scrap Iron, aber ich würde sagen, ich klaue mir jetzt hier einfach so ein bisschen die Hälfte von dem Dings und scrappe das mal eben. Die Hälfte von dem Dings, ne? Weißt du Bescheid? Ja, von dem Eisen, wahrscheinlich, ne? Richtig, keine Sorge, kommt Nachschub. Schon wieder was in der Tasche. 1300 hätten wir dann. Dann kann ich mich immer aufwerten. So, und irgendjemand hat gesagt, ich könnte mit dem Hammer... Genau. Wir haben doch hier die zweite Reihe um das Haus rum gemacht. Da hat jemand gesagt, ich soll einfach mit dem Vorschlaghammer hingehen. Weil dieser Schaden, also ich habe ja mal gesagt, dass diese Dinger hier kaputt gehen. Ja. Weil der Schaden, den du machst, sich bis auf die zweite Schicht durch... Also die erste Schicht überspringt sozusagen. Richtig. Wenn du so stark ist. Ah, okay. Wieso ist das Setzen jetzt gelb? Wenn ich einen Woodframe setze. Ein gelber Rahmen drum, ja. Weiß nicht. Normal ist der doch weiß, oder? Ja. Verstehe ich nicht. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich bestimmt eine Pille. Ach du Scheiße. Weißt du, wie viel Scrap Iron du brauchst? Wofür? Um so eine Spitze aufzuwerten? Ah, ah. Da gehen mal locker 80 Scrap Iron weg. Oh. Ach du Scheiße. Warte mal, das muss in den Knast. Okay, dann mache ich das später. Okay, sehr gut. So, was kann ich noch machen? Lass mich mal überlegen. Ich könnte schon mal aufwerten da unten, wa? Ich nehme jetzt ein bisschen Beton und ein bisschen Frames. Und werde mal die Basis von innen ein bisschen den Sockel absichern, bevor sie uns... Beton hast du in die eine Kiste. Da muss ich nur Concrete Mix nehmen, ne? Ja. Genau. Rebar Frames sind auch schon da. Müsste die Wo am besten. Sind die? Die müssen in der Forge sein. Ja. 250 Rebar Frames. So, ich hab die Schnitte voll hier.
So, dann gehe ich mal runter. Ach so, wir kommen ja. Wie kommen wir denn hier noch runter? Müsste ich eine Stufe hier wegschlagen. So. So, Basement. Fangen wir hier mal an. Es gibt ja einen Sposte. Das Gelb? Seit wann ist das denn gelb? Ist das jetzt ein Anzeigefehler oder? Also man das weiß. Pissgelb. Wie haben wir das geschafft? Komisch. So, Richtung Südwesten, Richtung Süden, Westen. Da geht Gravel weiter. Gehen wir Richtung Westen. Ich hole mal eben kurz was. Hm. Scrap Iron. Zombie kaputt. Hm. Ich brauche jetzt echt 3 Minuten. Okay, ich wollte den Boden hier aufwerten. Was los, Mutti? Zack. Oh, wir haben im Keller haben wir noch, ich sehe gerade, wir haben hier noch Regale stehen. Aha. Scrap Iron Ahoy. Yay. War das hier? Hier war das. Ich bin ja so blöd, ne? Was denn? Ich hab eine falsche Stelle gesucht. Also, ich habe nochmal Potassium gefunden, jetzt würde ich mich einfach von da nach da. Das ist gut. So. Aber ich habe eine mächtige Badaboom. Was ist das schön, mit der Axt hier direkt mit einem Schlag so ein komplettes Regal wegzusammeln? Ja. 77. Läuft. Zack, zack. Geschwind wie der Wind. Wo sind sie? Hier, ne? Ja. So. Ein 20er Wrench und da haben wir eine 450er. Liegt in der Workbench. Dann schlage ich mal hier die Dings weg. Munition habe ich, alles klar. Kurz hier ein bisschen aufräumen. So. So voll. Ah, hier ist so ein Basket. Wir haben übrigens Loot respawnen, fällt mir gerade auf. Echt? Ja, zumindest hat der Korb hier unten. Ich habe hier noch 2500 Eisen. Ich leg die mal in die ganz rechte Kiste. Eisen oder Scrap? Also Scrap. Das ist gut. Nö, hab ich mir gedacht. Weil ich werde gerade den Boden so ein bisschen auf, beziehungsweise würde ich. Ich glaube, den Boden lasse ich dann. Wenn sie sich im Boden buddeln, haben sie Pech. Die sind ja eh 2 hoch, so ein Zombie, außer ein Hund. Ja. Dann werte ich das nicht auf, dann setze ich das jetzt einfach. Da, 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 da. Ich mache das erstmal 2-mal hoch, oder? Okay. Ja, draußen ist es ja. Dann haben wir zumindest wie so eine innere Mauer. Hui. Hier draußen ist noch die Mauer, die offen ist. Hm. Gut. Gehen wir mal hier runter. So, um dicht machen. So, jetzt Richtung andere Mine da. Da lang. Zum Südwesten. War gespannt, ob das funktioniert hier. Was denn? Ja, ich habe jetzt hier 2 Punkte, wo ich beide Male Lead gefunden habe, Potassium oben. Und jetzt buddel ich mich da einfach mal großflächig durch. Das ist alles nur Erde hier. Hier ist kein Gravel mehr. Ach, da ist schon Eisen. Das ist doch gut. So, und da ist noch Gravel. Ah. Ich glaube, ich ziehe das doppelt zur Decke durch, weil angenommen, die graben das irgendwie dosch. Ja. Dann haben wir zumindest die Stütze nach unten hin, weißt du? Das ist eine gute Idee.
Also, weißt du, wenn das Haus dann hat ja eine Stabilität nach oben. Ja, darf uns halt nur nicht wegbrechen. Ja, genau. Da sind ganz viel. Ist es das, was ich denke, was es ist? Jackpot. Ja. Was denn? Potassium. Direkt knapp unter der Oberfläche. Hast du es jetzt durch Buddeln in dem Gravel schon gefunden? Genau, im Gravel gebuddelt. Hier ist eine Kreischerin. Okay. Also bis jetzt ist er nur in den Spitzen anscheinend, oder? Also sie hat noch nicht geschrien. Mhm. Oh, funktioniert das gut. Also sie macht nur dieses... Was denn? Sehr gut. Mein Schatz. Hast du den Sound eingesprochen? Wo war denn? In dem Spiel war der Spider-Sound ziemlich extrem gerade. Fällt mir gerade nicht ein. Hier unten können wir übrigens auch die Lichter verkabeln, dann hätten wir auch ein Basement-Licht, falls sie sich mal von außen durchbuddeln. Ja, das können wir mal tun, aber wir hoffen erstmal, dass sie nicht durchkommen, ne? Fürs Erste. Noch mehr mein Potassium. Yes. Oh, ganz viel. So, hier rüber. Ganz viel war wohl. Ach, hier, da ist noch was. Tada! Level 72. Perfekt. So, ich glaube, Brass hatten wir auch schon ordentlich eingeschmolzen. Da müssen wir genug haben. Dann ist morgen auf jeden Fall nochmal Händlertag, weil halt Respawn, da fahre ich die nochmal kurz ab. Schauen wir wegen der Orga. Und dann machen wir Munition die ganze Zeit. Dann kann die Roll kommen. Ja. So, hier haben wir die Wand. Wie sie unten aussieht. Ich glaube, ich nehme auch die Wand hier weg und ersetze sie durch direkt die Rebar. Ach komm, wozu habe ich den Scheiß denn mitgenommen hier? Die randalieren draußen, muss ich gleich mal gucken. Hast du TNT mitgenommen? Ja. Und du sprengst ohne mich. Oh, hast du es gehört? Nein. Aber okay. Ich bin jetzt auch nicht amused. Ich habe ja noch genug. Aber Potassium ohne Ende. Geil. Jackpot. Endlich. Eigentlich haben wir jetzt gewonnen. Wir können aufhören. Endgame erreicht? Ja. Na doch, das Ding muss weg. Und was ja, tut sich weiß, hier draußen massiv weh und knurrt die ganze Zeit? Okay, ich nicht. Ich weiß wohl, dass man durchs Sprengen sehr viel, nicht sehr viel verliert, aber ein bisschen verliert, aber egal. So viel gewonnen jetzt. Direkt nebenan gehabt das Zeug die ganze Zeit, weißt du? Ja, und wir fahren uns weg, frieren uns dann ab. Aber hier ist auch noch Eisen. Kohle ist bestimmt auch noch hier. Aber Kohle haben wir erstmal genug, glaube ich. Oh fuck, ich hab einen Fehler gemacht. Das hört auf. Oh, ist das toll. Also irgendwas Fettes ist draußen. Das, und was geht nicht tot an den Spitzen. Okay. Also. Es ist ein Wal. Nee, ich glaube, dass das so ein dicker Zombie ist. Scheiße, hier kommt man nicht mehr hoch. Durst. So. Doch hier kommen wir noch lang und da. Dann werde ich hier zumachen. Komm, weg. So. Guck ich doch mal nach, was das hier draußen ist. Hallo? Wieso hallo? Klebt nichts mehr. Nee, einfach nur so. Gibt es überhaupt noch irgendwelche Fliegeviecher? Fliegeviecher? Nee, die haben sie ersetzt. Dann heißt, ich mache trotzdem mal hier mal das Dach zu. Ja. Ich meine, so eine Geierhorde ist jetzt auch nicht so spektakulär, ne?
fliegen die einfach so ein bisschen blöd durch die Gegend. So eine Wolfshorde hat schon was. Am besten Westen. So, ich habe hier oben unsere Lücke, unser Häuschen hier geschlossen. Okay, cool. Also was so. Hier auch ein Eisen ist, da, puh. So, du sagtest, rechts ist noch 2000, sehr geil. So, jetzt würde ich ganz gerne das aufwerten hier oben, aber... Ja, es kommt eigentlich so viel hier. So ein Eisen auch. Also ein bisschen Respekt, was hier noch rum... macht, egal. Wie viele Biker haben wir oben? Weißt du das zufällig? Nö. Du meinst noch eine zweite Station machen? Mhm. Könnte man langsam drüber nachdenken, weil das ist schon echt viel, was wir jetzt haben. Was ja nicht verkehrt ist, ne? Ja. So. Komm her, du heißes Gold. So, da können sie sich durchkloppen, da müssen sie aber durch drei. Müssen sie aber durch drei Dings, durch drei Schichten Bettung. Komm. Ja, irgendwann schaffen die das. Das ist auch noch Kohle hier, ich glaub's nicht. Wir haben also alles hier: LED, Kohle, Eisen, Potassium. Okay, Öl nicht, aber da haben wir ja genug. Ich mach grad Walking on the. Walking on the Edge. Über den Spitzen. Walking on the edge of frame. Ja. Ich überlege gerade, ob ich hier unten noch Spitzen reinmache. Jetzt machen wir erstmal fertig. Ach. Das ist geil. Hab ich denn jetzt? 2400 Potassium. Ja, gut. Sind schon mal knapp, wenn ich mich nicht irre, 1000 Schuss. 762. Bin dabei. Ja, ne? Können wir auch direkt noch 9mm machen, ein bisschen Shotgun-Muni. Ja, Shotgun. Aber die Turrets sind echt effektiv und die verbrauchen nicht so viel. Ja, ja, das stimmt schon. Die in Form von Turrets, aber nicht zum selber schießen. Ja, wenn wir eine gute haben irgendwann. Oh, ist eine ganze Ader, ey. Ich komme hier nicht raus aus dem Loch. So viel Spaß, so viel Freude. Was uns Munition machen kann, meinst du? Ja. Ah, scheiß auf Federn brauchen wir nicht mehr. Und Level up. 39 Skillpunkte. Heide Witzka. Weißt du, was ich mache? Jetzt mache ich mal eben Secret Stash. So, einfach nochmal die 16 Punkte da rein. Pam. Vorm Respawn, vielleicht bringt es ja noch mehr. Ah, hier mal eine Orga rein. Oh. Ich wollte sagen, ich mache 3000 voll, die habe ich voll. Komm, ich 3000 was voll? Potassium. Potassium, ja. Wenn ich die Sachen aufwerte, gibt es im Hintergrund so einen Wobbelsound. Was? Ja, so ein Krollen. Kann das sein, dass du vielleicht im Bereich des Landclaim-Blocks baust? Das hatten wir angepasst, ne? Ja, 30 Felder. Nein, aber das müsst ihr trotzdem akzeptieren. Ja, aber vielleicht ist das so nach dem Motto, Achtung, du baust gerade in irgendeinem anderen... So, könnte sein, ja. Gebiet. Müssen wir mal schauen, wenn du den wegnimmst und selber einsetzt, ob es dann weg ist. Wir sind auch wieder am Ende einer Folge, wir waren dran. Oh, schon wieder? Ja. Ich habe nur gebuddelt. Na gut, aber... Ja, ich auch. Ich habe aufgewertet und Sachen getan. Wir sehen uns morgen wieder. Habe ich angesagt, ich weiß nicht mehr, es ist auch egal. Machen wir Hashtag fette Beute. Genau, Hashtag fette Beute ist ein schönes Codewort. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao. Tschö.